Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS19 Mega. Große Änderungen stehen an und wo sollte eine neue Folge darüber am besten platziert sein als in Anführungszeichen kurz vorm Wochenende. Ach, wäre das schön, wenn ich mal Wochenende hätte. Naja, jedenfalls, also kurz vor Wochenende, also in der Mitte von der Woche, fast ist bei mir schon Ende, also ja, YouTuber halt, ne? Jedenfalls große Änderungen an unseren Projekten und da würde ich gerne mit euch drüber sprechen, aber auch euch zeigen, was ansonsten so passiert ist. Also, wir haben die Warum lenkt der jetzt einfach nach links? Rechts? Also das andere links halt. Verwirrend. Also, hier. Einmal der Test jetzt mit euch gemeinsam. Wir wollen wissen, für wie viel verkaufen wir die Wolle? Ich weiß es schon. Ja, ich will ja nicht lügen, weil mir ist da was passiert. Mal wieder. Dann gucken wir, was mit dem Stroh ist hier. Und wir kaufen einen neuen Fendt. Und ich gehe all in. Das hier ist ja das Mega-Projekt. Und ich bin ein großer, großer Freund der Firma Fendt. Deswegen wird es auf vielfachen Wunsch der Fendt Vario 1000. Und wir beten ganz einfach mal in unserem stillen Kämmerlein, dass der Fendt 1000 nicht wie in der Realität angeblich kein Front, Hydraulik, Antrieb, Zapfwellen, Gerät hat. So. Und bevor ich euch die anderen Neuigkeiten mit Projekten verkünde, denn ich habe eine Entscheidung getroffen und die habe ich basierend auf eurem Interesse an den Formaten getroffen, möchte ich auf einen ganz wichtigen Kommentar eingehen, den jemand geschrieben hat, dass er es nicht mehr hören könnte, wie ich sagen würde, dieser YouTuber hat das gemacht, der YouTuber hat das gemacht und ich sei ja viel besser. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen. Noch einmal ganz klar gesagt, ich habe nie gesagt, ich mache das besser. Wenn ich sage, ein YouTuber, der 150 Euro für virtuelle Güter von seinen Zuschauern, Klammer auf, junge Minecraft-Spieler, Klammer zu, abzieht, finde ich das widerlich. Und ich möchte das ansprechen. Möglicherweise gibt es ja bei mir Zuschauer, die sich von so einem Abzocker abzocken lassen. Das könnte ich nicht ertragen, einfach so hinzunehmen. Das gehört auch dazu. Und wenn ich mich damit unbeliebt mache, dann ist mir das egal, weil solche Leute haben auf YouTube nichts zu tun, zu suchen. Es haben auch Leute nichts auf YouTube zu suchen, die ihren Zuschauern 6 Minuten lang die Ohren vorhöllen, wie schlimm doch ihr Leben ist, weil sie 4-mal in der Woche arbeiten müssen und dann im Monat mehr verdienen als die allermeisten von euch in einem Jahr. Bei mir ist das nicht so. Nicht das hier, no hate, ne? Geht auch nicht. Und ich finde es unmöglich. Und warum sollte ich das nicht ansprechen, wenn es Dinge sind, die mit YouTube zu tun haben, die mir auf den Sack gehen? Ich habe niemals gesagt, der Sachsen-Let's Player macht schlechte Videos. Ich weiß nicht, wo ihr das her habt. Nur als Beispiel. Oder der Werner ist scheiße, der spricht auch niemals richtig Deutsch. Habe ich nie gesagt. Ich richte mich gegen YouTuber, die eine Pizza für 1 Euro mehr verkaufen und da Plastikstücke drauf sind und die dann Schiss haben, ihren Zuschauern das Leben zu retten. Gegen YouTuber, die Videos machen, wie sie Schuhe verbrennen, wo sie behaupten, die Schuhe kosten 1000 Euro und es ist ein China-Imitat, was eigentlich ein Fall für den Zoll wäre. Und YouTuber, die meine Ratschläge nicht befolgen, sich dann in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ich hätte dich das mal gewusst. Und ich weiß genau, sie wussten es. Und es tut mir leid, dann muss ich das ansprechen. Dann geht es mir einfach besser. So. Also, jetzt aber mal, ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Ich will aber nicht sagen, ich mache das besser. Aber ich möchte mir das Recht nehmen zu sagen, das geht überhaupt nicht auf YouTube, das muss weg. So. 3000 Euro für diese Fahrt. Da muss man jetzt halt überlegen, ob es den Aufwand wert ist. Und etwas anderes, was den Aufwand wert sein könnte, wäre möglicherweise eine unvollständige Palette Wolle. Denn die steht hier vorne. Ich zeige euch das mal gerade. Wir fahren mal kurz dahin. Im Moment macht übrigens auch keine andere Maschine. Was ist ein bisschen blöd, stelle ich gerade fest. Aber ich habe viel zu zeigen und wir wollen ja auch einen Trecker tauschen. Und ja, müssen wir mal gucken. Und zwar hier.
Guten Tag. Moin, Herbert. So. Herbert, ich habe hier eine Palette mit Wolle. Die wollte ich mir eben verkaufen, dass die Leute das sehen, ne? Pass auf. Wolle, Palette, Auto. 66.800 ist der Preis bis dato. Sollen wir die mal abladen? Nein, er lädt die nicht automatisch ab. Das heißt, wir müssten eigentlich so einen kleinen... Kompaktlader oder so mal hier hinfahren, wenn wir das nicht so machen wollten. Und ihr seht, 1000. Ungefähr 1000. Das ist natürlich... ordentlich, wenn man bedenkt, wir haben im Moment... ...31 Schafe. Und die 31 Schafe haben quasi im Moment noch nichts wieder neu von uns gebraucht. Wir haben Nahrung, Heu, Gras und so, haben wir ohnehin in riesigen Mengen... Oh, der Trecker muss mal Sorgen gemacht werden. In riesigen Mengen. Und somit würde ich vorschlagen, dass wir das Geld, was jetzt nach dem Trecker noch übrig bleibt, wenn wir den Trecker gekauft haben, dass wir das in die Schafe reinstecken. Speaking of, sollten wir mal eben gucken, ob der neue Trecker schon in Reichweite ist, denn den würde ich gerne als Belohnung am Ende dieser Folge ja kaufen. Wir gehen mal nach hinten. Ich habe übrigens jetzt die Mod-Traktoren schon mit reingenommen. Wir gehen auf den 1000er Vario 329. Ja, ich weiß nicht. Also, Michelin. Ich sehe da jetzt nicht so den Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Oh, uns fehlt aber noch Geld. Oder wir müssen den aufrüsten. Das können wir auch machen. Jedenfalls, ja, das würde ich gerne noch erreichen. Dann. Ha, große Ankündigungsfolge heute. Also ihr werdet Piloten mit einem neuen Trecker. Ihr habt einmal wieder garderobenrastend ausgesehen über Kommentare. Ich hatte ja auch mal überlegt, so diese allgemeine Rubrik Zuschauerbeschimpfung, die mal wieder einzuführen. Naja. Jedenfalls, ich hatte ja gesagt, wir brauchen ein neues Projekt. Wir brauchen nicht, ich möchte gerne eines machen. Und ist hier immer die Frage so, ihr habt auch tolle Vorschläge gemacht, wie man das am besten machen kann. Aber ich kann denen allen nicht ganz folgen. Und zwar, es kommt ein neues Projekt, das startet am Wochenende wahrscheinlich. Hat einen passenden Titel, der zu mir passt. Ein Wortspiel. Es geht um einen Bereich, der in meinen Let's Plays der letzten 35 Jahre der Landwirtschaft ein bisschen zu kurz gekommen ist. Es ist nicht das Projekt, was ich eigentlich geplant hatte. Da fehlt mir einfach noch die richtig schöne passende Map dazu. Es wird auf einer neuen Map spielen. Es wird ein Ziel haben, was wir nie erreichen, wie immer. Das ist ja Tradition bei mir. Aber was wir zumindest versuchen werden, nämlich ich werde Giants herausfordern. Und warum, das seht ihr dann. Und also es ist eigentlich nur ein Spaß mit dem Giants herausfordern. Aber ich brauche jetzt irgendwie so ein catchy Phrase, ne? Wie wir im Marketing sagen. Ah, ah, ah. Ja. Ja, ich habe manchmal Angst auch vor mir selbst. Und ich habe mir dann angeguckt, wie hoch ist die Retention, so nennen wir das hier in unserem Business, ja? Retention, also wie oft teilt ihr die Videos? Wie oft packt ihr sie in eure Playlists? Wie oft gebt ihr Daumen und Kommentare und so weiter? Weil das ist eine interessante Metrik, um zu sehen, wie groß ist euer Interesse an Mega und wie groß ist euer Interesse am Playtest. Jetzt könnte man natürlich sagen, Geirul guckt nur auf die Zahlen und ich sage ganz ehrlich, so wie ich das immer tue, in dem Fall, wenn ich entscheiden muss, welches Projekt, von welchem Projekt bringe ich 3 Folgen pro Woche weniger für ein neues. Ich will nicht 3 Projekte gleichzeitig laufen haben, das meine ich. Erstmal. Sei denn, ihr schaut dann plötzlich alle wieder mega viel. Dann vielleicht so. Ach übrigens, hier vorne steht, ah, das wollte ich auch noch zeigen, warte mal. Hier vorne steht aus irgendeinem Grunde plötzlich Gerste rum. Die können wir auch noch eben schnell ernten. Ich habe dazu die Fruchtzerstörung hier mal erst ausgemacht, weil ich musste immer hinherfahren, jetzt testen, was da los ist. Ihr habt ja gesehen, dass das nicht ging. Ich weiß nicht, warum hier ab und zu einfach auf dem Feld andere Sachen angesät sind. Keine Ahnung, du.
Bruder da. Muss los. So, also, kann ich natürlich sagen, Gallo guckt nur auf die Zahlen. Ist richtig. Aber dafür als kleine Entschädigung, im Playtest gibt es auch eine große Änderung. Und der Playtest ist ja unser Traditionsformat seit dem LS13. Da habe ich das erfunden, oft kopiert, selten erreicht, wie ich immer so schön sage. Und das Ding ist, da habe ich ein paar Sachen, habe ich immer gemacht. Und die habe ich bis jetzt im Playtest noch nicht gemacht. Hätten eigentlich schon kommen müssen. Ihr ahnt schon, welche es sind. Langjährige Zuschauer wissen, was jetzt passieren wird. Was dann geschah. Danke, Olaf, für den Hinweis. Und das kommt als kleine Entschädigung, denn ja, es ist der Playtest geworden. Und ja, ist es doch selbstverständlich. Wenn, jetzt stellt euch mal vor, ihr möchtet bestmöglich für die Zuschauer euer Programm gestalten. Und ihr seht, jetzt mal als Beispiel, so extrem ist es jetzt nicht, aber von Mega wird doppelt so oft angeschaut, geklickt, weitergeteilt, kommentiert, einen Daumen gegeben und so weiter, als der Playtest. Ist es doch ganz klar, dass ihr dann den Playtest natürlich im Programm lasst, weil es viele Leute schauen, aber auch, wenn ihr was Neues macht, dann da ein bisschen reduziert. Würde jeder Fernsehsender so machen, jeder andere YouTuber würde das so machen. Ich sehe eigentlich gar nicht, warum ich mich gerade rechtfertige, weil es, glaube ich, ganz normal ist. Und ich denke, ihr das eh schon verstanden habt. Ich sage es nur nochmal, weil ich glaube, das nochmal sagen zu müssen. So. Also, freue dich auf das neue Projekt. Ich freue mich wirklich drauf, weil ich das noch nicht gemacht habe. Ich finde auch die Herausforderung, die ich da versuchen werde, interessant. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das durchhalte und wie lange ihr das durchhaltet. Sehe aber da die Möglichkeit, einen bestimmten Zweig in dem Spiel mal ein wenig mehr auszuleuchten. Keine Ahnung, ob das schon irgendein anderer Kollege gemacht hat. Keine Ahnung, ob irgendein anderer Kollege schon die Map gespielt hat. Ich könnte auch deshalb gerade meine Kollegen gar nicht beurteilen, weil ich keine Zeit habe, die Videos der anderen Kollegen zu schauen. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe noch nicht eine Folge von diesem Live-Dings da gesehen. Ich habe noch nicht eine Folge gesehen von, was weiß ich, von den kleineren Kollegen. Wollte ich auch mal ein bisschen reingucken. Ob man da mal ein bisschen was empfehlen kann oder so, kann ich aber im Moment noch nicht, weil ich alles noch nicht gesehen habe. Hashtag ist so. Genau. Ja, das mit dem Träger wird ein bisschen schwierig, ne? Stehe ich gerade fest. 80.000? Das sind ja noch 4 Fahrten. Das kriegen wir gar nicht hin. Habe ich denn irgendwo noch Getreide stehen? Warte mal, hatte ich auf dem Anhänger, hatte ich da nicht noch Getreide drauf? Die habe ich auch schon verkauft. Puh, Leute. Nicht hier Versprechen brechen, das ist nicht gut. Da werden die Zuschauer werden ganz böse. Wie machen wir das denn jetzt? Ich würde sagen, wir verbinden das mit einem Experiment. Wir verbinden das mit einem Experiment. Und zwar macht sich eine unterschiedliche PS-Zahl bei den Trackern wirklich vehement bemerkbar. Das heißt, ich würde sagen, wir kaufen den Tracker jetzt mit Gewicht und allem, aber mit der niedrigeren PS-Zahl. Und wir müssen ja auch die anderen Maschinen tauschen. Und dann fahren wir den ein in der BGA, dafür war ja eigentlich gedacht. Das heißt, wir werden dann in der nächsten Folge mit dem neuen Fendt einfach mal eine Folge lang die BGA wieder befüllen. Leute, es gehört dazu. Das ist elementarer Bestandteil des Spiels. und schauen, wie sich das denn mit der Zwillingsbereifung und so macht. Und dann werden wir ja irgendwann genug Geld haben. Also wir haben ja jetzt schon, ne? Es liegt in der BGA schon drin. Es ist uns nur noch überwiesen worden. Werden wir dann genug Geld haben? Halt die Klappe, du... Um den auf die volle Leistung auszurüsten. Wir vergessen das zwar wieder, aber spätestens wenn wir die großen Maschinen brauchen, wissen wir es. Sollen wir es so machen? Der Aufpreis ist ja, glaube ich, immer gleich. Wenn man konfiguriert, das können wir dann auch testen. Ob der Aufpreis zwischen Sofortkauf und Konfiguration später, ob der gleich ist. Hey, oh, habe ich mich gut rausgeredet, oder? Habe ich das? Ich finde schon. Ich finde, ich habe das super gemacht. Zur nächsten Folge ist dann auch wieder alle Maschinen im Einsatz dann, ne? Weil dann müssen wir ja weitermachen hier. Dann müssen wir nämlich einmal sagen, Bruder muss los.
Und eine Sache will ich dabei auch noch eben testen. Das machen wir noch in dieser Folge. Passt der Fendt überhaupt nicht ganz Tore dann mit dem Breitreifen? Zwillingsbereifung. Sag mal Breitreifen. Tut mir leid. Ich weiß, dass das falsch ist. So. So. Leute, es ist soweit. Zum ersten Mal in 7 Jahren Landwirtschaftssimulator kaufe ich bewusst und gönne mir ein Fendt, meine Lieblingsmarke im Spiel, die ich bis jetzt immer als Kaiserhappen am Ende stehen lassen wollte, gesagt habe, das wird irgendwann mal so gegen Ende, dann belohne ich mich damit ein Fendt. Nein, wir haben ja das Mega-Projekt, tut mir leid. Mega ist mega. So, also, wir gucken mal kurz. Ich würde sagen, mir sagen die die Trelleborgs sagen mir irgendwie mehr zu wegen diesen zusätzlichen Reifendingen hier drin. So, und die Motorisierung wäre hier 395 PS. Der Aufpreis wäre 38.000. 38.000, merkt ihr das mal bitte? Es ist soweit, Leute. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Oh, ist es... Wir haben ihn! Oh mein Gott, so hier das dicke Gewicht natürlich. Wir haben ihn. Oh, unser Geld. Das muss ich gleich für den Thumbnail, das muss ich später machen. Obwohl, ich könnte es auch so machen. Aber ich habe ja gesagt, wir machen noch das Experiment. Huch. So. Achtung. Leise. 1, 2, 3. Wir haben ihn. Oh, ich wollte diesen No-Co. Was? Was mal? Hä? Ah! Ich war auf der Tastatur auf den falschen Tasten vor lauter Aufregung. So, Fronthydraulik ist am Start. Also wird der Quatsch erzählt. Danke dafür, Merkel. Ich werde übrigens auch mal bis zur nächsten Folge diese ganzen Paletten hier verkaufen, die hier rumstehen. Alter, ist das geil? Guckt euch mal an, wie breit der ist. Der fährt ja einmal durch die BGA, da kriegen wir die Mitte gar nicht bearbeitet, wenn wir nicht aufpassen. Wie sieht der denn innen aus? Warte mal, innen gucken wir mal, wenn wir jetzt losfahren. Boah. Der sollte auch viel schwerer umkippen jetzt, oder? Alter, guck mal die Straßen. Gut, dass wir damit nur auf unserem Gelände fahren und keine weiten Fahrten machen. Die machen wir weiter mit dem JCB. Aber wir wollen mal testen hier. Alter, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ich kann mich wie ein kleines Kind freuen. Das ist nicht gestellt. Ich hoffe, das merkt man. Ich habe bei einem Kollegen angefangen, auch X4-Videos zu sehen. Also wer großer Fan der X-Reihe ist, ich weiß noch mal darauf hin. X4 in Gradrol Deluxe. Jeden Tag. X4. Jeden Tag. Weil einfach nur geil. Und ich fand am Anfang diesen Kollegen ganz gut zum Schauen, auch sehr unterhaltsam und ne, Leute, die positiv in Videos daherreden, das merkt man ja, ich bin immer negativ, deswegen laufen die Zuschauer weg, ich weiß. Und dann fing er an, sich über Sachen zu freuen und man hörte ganz extrem eine künstliche Lache. Und in dem Moment war es für mich sofort vorbei, weil ich genau weiß, ah nein, echt jetzt? YouTube-Faktoren ausnutzen, bitte. So. Alter, diese Straße hier hochzufahren mit dem Ding.
Alter, der große Wind. Oh, 7 Jahre haben wir drauf gespart hier in unserem Projekt. Ja, ich habe mir mal Mod-Fans gekauft, aber in der Original-Dings ist ja Fan noch nicht so lange dabei. Das müsste jetzt auch ein bisschen mehr Geld geben, eigentlich, weil wir so ein teures Fahrzeug haben hier. Hallo. Okay, Leute, in der nächsten Folge geht es weiter mit Silo-Festfahren XXL hier am Start. Da testen wir mal, wie sich das anfühlt. Ist jetzt gerade ein bisschen zäh, aber es gehört dazu, denn ihr seht ja, die BGA wirft dann direkt die nächste Knete raus, wo wir das nächste Feld für bekommen. Und da gehen wir natürlich in Richtung der Maishäckseltechnik. Also, bis zur nächsten Folge. Ich werde aber mal eben das Stroh verkaufen, damit ihr euch das mit ansehen müsst. Das heißt, ich bin da wieder eine Stunde dran, was ich euch im Video in Anführungszeichen erspare. Ich hoffe, ihr wisst das mit einem Daumen nach oben zu schätzen, wenn ihr es gut findet. Jetzt ein Daumen nach oben. Jetzt. Warte, ich warte kurz. Moment. Fertig. Gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.